euer Sorgen. Ich warne euch. Redet mal zu, ihr seid nicht hoch. Mehr habt ihr nicht drauf? Tod ist der einzige. Hilfe! Kann mich jemand hören? Hilfe! Kann mich jemand hören? Hilfe! Kann mich jemand hören? Hilfe! Kann... jemand hören? Beim Altschöpfer, ich... Fremdling, ich erinnere mich an euch. Ihr habt auch die Skal von dem dunklen Zauber befreit. Dank sei dem Altschöpfer, dass ihr gekommen seid. Diese verfluchten Elfen haben mich entführt. Nein, meine Wunden sind nicht schwer. Ich glaube nicht, dass die Elfen mich verletzen wollten. Vielleicht wollten sie mir Angst einjagen. Im schlimmsten Fall kann ich jetzt ein paar blaue Flecke vorzeigen. Das Wort Talmor sagt mir nichts, aber wenn ihr die Elfen meint, sie haben versucht, hinter die Geheimnisse des Stahlriemschmiedens zu kommen. Ihr Anführer, ein Elf namens Ankarion, besitzt eine Karte. Er sagt, auf ihr sei eine geheime Stahlriemquelle verzeichnet. Verzaubertes Eis. So hart wie Eisen und so kalt wie der Tod. Aus Stahlriem können tödliche Waffen geschmiedet werden. Aber diese Kunst beherrschen nur die Schmiede der Skal. Sie haben ein Schiff. Sie haben mich dorthin gebracht und mir die Karte gezeigt. Ihr findet es an der Nordküste der Insel. Bitte lasst nicht zu, dass Ankarion seine Waffen herstellt. Tötet ihn oder lasst ihn am Leben. Aber nehmt ihm die Karte ab. Sie gehört den Skal. Ich werde zum Dorf zurückkehren. Bringt mir bitte die Karte dorthin, sobald ihr sie habt. Und vielen Dank. Möge der Altschöpfer eure Tage segnen.
Hier habt ihr nichts zu suchen. Ich kann euch nur eindringlichst raten, weiterzugehen. Ihr findet ihn auf Deck. Beim geringsten Anzeichen von Verrat ist euer Leben verwirkt. Ihr mischt euch in offizielle Talmor-Angelegenheiten. Ihr wisst also, weshalb ich hier bin? Dann habt ihr wohl diesen schwachsinnigen Schmied gefunden. Zu eurem Unglück ist meine Mission hier auch eine Geheimmission. Um sie zu beschützen, muss ich euch leider zum Schweigen bringen. Und jetzt gebt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht einfach auf der Stelle töten sollte. Ich verstehe, dass das keine leere Drohung ist. Nun gut, wir werden die Insel verlassen, sobald das Schiff beladen ist. Keine Waffe ist es wert, für sie zu sterben. Nicht einmal dann, wenn sie aus Stahlriem geschmiedet ist. Hier, gebt dem Schmied diese Karte. Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Schreckliche Zeiten. Schreckliche Zeiten. Schreckliche Zeiten. Weil ich bereits eine Frau habe und sie nicht eifersüchtig machen möchte. Oh, und wie lautet der Name eurer geheimen Frau? Ihr Name ist Schmiede. Was immer das auch war, ihr werdet es dafür bestrafen, was es Dorn angetan hat. Was kommt als nächstes? Wann wird es aufhören? Dies sind finstere Zeiten. Wie sollen wir sie nur ohne Storns Führung überstehen? Eine Manifestation von Hermeus Mora. Das Buch, in dem Storn las. Ich habe zwar schon davon gehört, aber dass ich es tatsächlich einmal mit eigenen Augen... Storn war wie ein Vater für mich. Für uns alle. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn tun werden. Ich habe mehr Wölfe und Bären im Wald gesehen. Etwas treibt...
Ich fürchte, ihr habt euer Geld womöglich zum Fenster hinausgeworfen. Ein paar Leute arbeiten daran. Sie sind nicht die Hellsten, aber sie arbeiten hart. Vergeudet eure Kommt Zeit nicht mit mir. Und seht nach, wie es läuft. Radin und Mereli. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert.
Souls are smelly. Grr!